Achso. Ah. Nein. Oh fuck. Oh fuck. Shut up, John. Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle in der epischen ersten Battle-Folge. Also, wo wir uns wirklich battlen. Alter, Digga, ich hab so Angst. Wo sind die? Mann? Wo sind die alle noch da? Ja, die sind alle da. Digga, wo sind die? Der stand doch hinter dem Berg da hinten, ne? Mhm. Ich hab so Schiss. Ja, die sneaken jetzt halt auch, weißt du? Oh, der Blitz kommt ganz gut, oder ist das. Nee, es hat aufgehört zu regnen. Die sind weg. Ich glaub nicht, dass die weg sind. Oh Gott, Alter, ich hab so Angst gerade, ne? Guck mal. Warte mal, ich brauch mal eine ganz kurze Sekunde. Ich muss ganz kurz mein OBS nach oben packen, so. Digga. Aber es ist gut, dass du das mit dem Synchronisieren so machst. Das mache ich auch so. Warte, ich mach kurz den Mikro an. Blabla. Ups, ich kann's nicht anmachen. Okay, während. Hä? Ja, dazu musst du aus dem Spiel raustappen. Ich bin. Das ist nicht in Vollbild. Achso, ja gut, dann keine Ahnung. Digga, wo sind die? Ich hab schon Waffe gezoomt und mit Steuerung zoome ich auch noch. Ich will nicht raus, Alter. Vor Tag können wir jetzt eh nicht raus. Wir könnten uns unten durchbuddeln, aber ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Wir könnten ja diesen einen Mineneingang, den du da noch zugemacht hast, den könnten wir ja nutzen, theoretisch. Ja, und dann hinten rausbuddeln, meinst du? Aber die würden also wir müssen dann runter sneaken. Mhm, ich weiß. Oh Gott, ich habe so Panik gerade. Okay, der ist auf jeden Fall ein Creeper. Also das heißt, ich habe richtig Herzklopfen. Also der Creeper würde ja zu denen laufen, wenn er die sehen würde. Also der war ja vorhin hinter dem Hügel hier, also hinter dem Sandhügel. Jetzt spawnen die ganzen Monster bei mir. Ja, bei mir. Zwei auch. Spinnen, zwei Zombies, die sind da nicht mehr. Oh fuck, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgetappt, ups. Sonst würden die Zombies, so also, hä? Okay, oh, ich hoffe, die kommen jetzt nicht, Alter. Komm, mach Vollbild. Los, gut. Ja, ich guck schon, aber irgendwie sehe ich die nicht. Also wenn die da bei den Zombies, sie waren doch da, wo die Spinne ist, ne? Hinter diesem Hügel stand er doch eben. Die zweite Spinne, also die hintere. Ja, genau, die hintere. Genau, da stand er eben. Der Creeper läuft irgendwo hin. Welcher Creeper? Ich sehe den gar nicht. Der links. Der läuft irgendwo hin. Nee. Sonst würde er tauchen. Der steht nur im Wasser irgendwo. Okay. Boah. Oh Gott, ich... Gott sei Dank sind die weg. Ich glaube, wir dürfen uns jetzt nicht so sicher fühlen, ne? Ja, nee, auf keinen Fall, Alter. Wenn du was siehst, sag Bescheid. Ich versuch kurz hier... Ja, mein Mikrofon. Ich guck. Alter, wie viele Oktopussi. Scheiße. Hey, Audio, Mikrofon, USB, übernehmen. Okay, ja, jetzt nimmt er auf. Ja. Aber ich glaube, nee, er hört mich nicht. Naja, egal, dann mache ich das nach der Aufnahme, dann mache ich das nochmal so. Da ist gerade ein Zombie verschwunden. Es kann sein, also auf ganz lange Distanz siehst du die Gegner nicht mehr irgendwann. Nee, der bei der Spinne da hinten. Da ist jetzt auch noch ein Creeper bei der Spinne, rechts neben der Spinne am Ufer. Ja, sehe ich schon. Oh, Digga, ich hab so Angst. Was macht die? Das Ding ist, das Problem ist, vor Tag können wir nicht raus. Wenn wir die nicht sehen. Ja gut, eigentlich bringt's uns ja nichts, im Haus zu sneaken. Die wissen ja eh, dass wir hier drin sind. Okay, vielleicht denken die auch. Ja, aber... Mensch, echt, die waren so viel schneller auf dem Server und haben sich dann wieder verpisst. Aber dann nicht beide, dann war vielleicht nur einer da. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, die chillen irgendwo in den Bäumen oder so, habe ich das Gefühl. Und wir sehen die einfach nicht, weil es zu dunkel ist. Ja, und weil es nicht. Ich bin schon ordentlich nach vorne gebeugt, aber es sieht bestimmt richtig affig aus. Huch. Digga. Okay. Mach niemals Türen auf, wenn du. Wenn man zielt, ja, natürlich. Rechtsklick ist ja schießen, Alter. Das weiß sogar ja. Ich. Ja, nee, ich wollte auch. Aber es wird langsam hell, ne? Vielleicht war das gar nicht so blöd. Und die denken jetzt, Alter, die haben uns gesehen und schießen auf uns. Nee, so doof sind die nicht, Digga. War doch eine gute Idee, euch laufen zu lassen. Oh. Ich trau denen nicht. Ich auch nicht, aber... Digga, never. Vielleicht hat das auch nur gesagt, weil ich gerade geschossen habe. Ja, es kommt halt schon. Ja, es kam direkt nach dem Schuss eigentlich so. Oh Mann, das ist scheiße. Wir können doch jetzt nicht hier die ganze Zeit. Ich hab voll Herzklopfen, Mann. Ja, glaubst du nicht, oder was? Ich sehe nur so in der letzten Folge so den Kopf und denk so, fuck. Da war eine Spinne auf dem Berg.
Okay, der Creeper ist immer noch da. Die Spinne sehe ich auch. Es wird langsam hell. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir vielleicht mal... Das Ding ist, wir könnten sogar die Kiste, also unsere Schatzkiste, unterhalb... Ach, du hast das. Unterhalb der Dingens. Wir können ja auch außerhalb des Hauses können wir die ja auch noch verstecken, die Kiste. Ja, schon. Sonst könnten wir ja darüber nachdenken, ob wir das vielleicht nicht unterm Sand verstecken. Aber die sind echt weg, ne? Ja, ich glaube auch. Also ich nehme jetzt die Waffe trotzdem mit, wir müssen trotzdem die Rohstoffe suchen, sonst sind wir am Arsch. Ich brauche ja auf jeden Fall auch noch eine Waffe, sonst ist das ja richtig behindert. Ja, und dafür brauchen wir das Eisen. Ja, eben. Deswegen würde ich sagen, jetzt los, alles oder nix, oder? Jo, komm, Jolo. Ich nehme noch 40 Fackeln mit. Hast du irgendwie ein Eisenschwert oder so? Zufall? Eins habe ich, ja. Ja. Aber das geht auch gleich kaputt. Achso, na gut. Dann. Ah, fuck, wir müssen... Alter, guck mal. Ich habe Angst, dass unsere Sachen nachher weg sind. Du hast ja wieder zugebuddelt, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob da wieder Sand drüber gewachsen ist, warte. Okay, es ist wieder Sand drüber. Du meinst Erde? Oh Gott. Ich sollte mal was essen. Pass mal kurz auf mich auf. Hier waren die. Mhm. Hier stand er drin. Ja. Alter. Dann haben sie von da geguckt. Ja. Aber wie sind die? Ja, voll die Ficker. Die warten hier irgendwo. Ich schwöre es dir. Die waren ultra schnell weg. Die waren weg, bevor ich auf dem Server war und ich war als zweites da. Mhm. Vielleicht sind die auch weggerannt, bevor sie die Aufnahme beendet haben. Sneaken wir mal den Berg hoch, oder? Er ist halt richtig behindert, weil ich... Bleib gesneakt. Einfach nur springen dann immer. Ist scheißegal, wie langsam du bist. Hallo, warum kann ich nicht vorwärts laufen? Hey. Wenn du fällst oder so, wenn du runtergehst, dann musst du springen. Weil wenn du sneakst, fällst du nicht runter. Mhm. Weil ich würde viel, viel geiler für dich finden, wenn wir hier oben auf diesem Berg so ein Haus hätten und dann einfach nur mit einer Leiter hoch müssten. Dann würde man das immer hören, wenn jemand kommt. Bist du das unter mir? Ja. Bist du überhaupt? Über dir. Hallo. Da. Oh Gott, der schreckt mich doch nicht so. Udi, ups. Ich habe Angst, dass die hier irgendwo hocken, ne? Ja, Tito. Wenn wir jetzt sterben, ne, dann haben wir nur noch 2 Leben. Nein. Wir haben noch 4, Digga. Ja, aber wenn wir sterben, dann haben wir nur noch 2. Achso, ja gut, wenn wir beide sterben, ja. Weißt du, was mir in einer Aufnahme aufgefallen ist, wo wir das erste Mal eine normale Folge hatten, also Folge 3, da habe ich gesagt, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich tot. Ja, das ist eine Einsicht. Die ist sehr gut. Alter, ich bin so langsam echt... Hä, hast du hier ein Holz abgebaut? Keine Ahnung. Nee, war das nicht wegen dieser scheiß Lava? Ist die da nicht? Die ist ein bisschen weit weg hier. Du kannst aufhören zu sneaken, die sind weg. Die hatten uns schon längst... Die hat uns eine Falle gestellt, wenn die uns gesehen hätten, wenn die noch... Ich behalte trotzdem die Waffe in der Hand. Nee, aber hab ich da nicht nur ein Holz abgebaut. Also wenn, dann lasse ich meistens in der Spitze. Ich würde sagen, lass umziehen. Das ist nicht mehr sicher da. Ja schon, die wissen jetzt, wo wir sind. Komm, wir nehmen alles mit, was wir brauchen und dann verpissen wir uns. Okay. Nochmal. Das ist nicht... Nee, ich trau denen nicht. Vielleicht haben die auch nur gewartet, bis wir weg sind, um dann unser Haus auszuräumen. Übel. Haben gesehen, okay, die Pisser gehen jetzt. Jetzt. Direkt die Waffe ziehen, was? Da ist keiner drin. Vielleicht sneaken die. Vielleicht waren die auch unterm Haus oder so. Warte, ich guck mal hier einmal außen rum. Ob hier irgendwas ist. Kann man Kisten so mitnehmen? Nee, du musst leider den Inhalt rausnehmen. Oh. Aber alles, den ganzen Dreck, den wir nicht brauchen, können wir eh wegschmeißen. Okay, also rotten Fleisch können wir wegschmeißen. Ich nehme die Boxen mit, ne? Ja. Die Waffenboxen. Ich nehme jetzt hier einfach mal alles. Aus der Kiste braucht man eigentlich schon alles. Theoretisch. Außer das. Nee, ja, nee, nicht alles. Ups, mit rechts. Ne. Ja, entscheide du in der Doppelkiste. Ich habe meine Kisten so voll, aber die Wolle können wir wegpacken. Da könnten wir die Inksack noch mitnehmen. Dieses Oakwood, davon könnten wir noch alles mitnehmen, der Dreck kann weg. Spruce Wood Planks, das kann auch mit, dann dafür kann das Gold weg. Weiße Wolle brauchen wir. Obwohl, nein, die Rosen können weg. Da brauchen wir die Faden. Ja, eventuell, oder?
Sand, brauchen wir das? Muss nicht. So, komm mit. Lass einfach alles stehen. Ups, sorry. hier, die Saplings können wir noch mitnehmen von unserem... Ach, kann man die einfach mit einer Axt abbauen? Nö, einfach mit der Hand auch. Ah, okay. Alles klar. Okay, das waren alle, ne? Also ja. Baumhaus oder... Ich würde schon sagen Baumhaus, weil das ist gar keine so blöde Idee mit Ding. Mit den Leitern. Mhm. Das Problem ist nur, wir müssen dann unten rum halt müssen wir irgendwo die Kiste verstecken, ne? Ja, dürfen wir ja. Ja, 20 Blöcke entfernt. Ich würde mal sagen, aber da hinten bei der Insel irgendwie oder hier oben. Irgendwie über mehrere... Ach ja, das ist ja eh scheißegal, wo wir... Weißt du, da oben hat man dann auch eine gute Aussicht, aber wir brauchen irgendwo ein Baumhaus, worüber man... wo man viel sieht. Weil sonst ergibt das ja keinen Sinn, weißt du? Ja, schon. Sonst fühle ich mich irgendwie... Weiß nicht, hier? Der Baum sieht doch ganz gut aus. Na, willst du jetzt hochbauen? Ja, warte, ich mach mir kurz... Workbench. Und dann... Also ich hab drei Leitern. Ach so, Leitern hätte ich sogar gehabt. Ach, ja, gib mal her. Okay. Das sind die, die ich da für die Mine verwendet habe. Ja, ich glaube. Ich guck mich so ein bisschen um, ne? Ja, ich bin jetzt oben. Wie kann ich in den Waypoint eigentlich wieder löschen, weil den brauche ich ja nicht mehr. Mach egal. Du gehst auf P. Ach nee, du gehst M. C. M. Nee, M, Waypoints. M. Waypoints. Wo ist das? Unten. Ja. Dann gehst du auf Remove. Klickst auf das, was wir hatten, und dann klickst du, dann ist da so ein X, und dann gehst du einfach auf Remove. Okay, alles klar, hab ihn weg. So, und ich mache einen neuen, und dann Homerino. Okay. So, okay, gut, hier würde ich jetzt sagen, bauen wir mit Wood Planks weiter. Ja, bei mir heißt es jetzt einfach Himmel. Komm mal hoch. Ich weiß nicht, sollen wir noch ein bisschen Blätter abhacken von den anderen Dingern, damit wir von unten so ein bisschen... Ja, warte, wir machen das jetzt so. Ich mache mir jetzt eine Schere. Hast du ein Eisen? Nein. Ich brauche ein einziges Eisen. Nee, gar nicht. Scheiße, wir können uns keine Schere machen. Ja, super, dann müssen wir runter. Dann müssen wir uns jetzt erstmal was suchen. Okay. Wir müssen ein bisschen suchen jetzt. Und ich brauche nur ein einziges Eisen. Das reicht mir schon. Dann kann ich mir eine Schere machen. Und damit kann ich dann die Dinger alle entfernen. Okay. Was denn? Ich habe mich gerade erschrocken, als du gekommen bist. Ja, ist schon heftig so. Boah, ey. Oh, ich meine, in der Höhle mache ich mal den Shader aus. Weil ich sonst nichts sehe. So, wir müssen hier irgendwo Eisen finden. Da oben waren wir noch nicht. Mal zack, kurz zack, zack. Grafik. Wo sind die Shader? Shader. Das ist ein extra Mod, das musst du einstellen. Achso, okay, alles klar, gut. Wenn du keinen hast, dann hast du keinen. Nee, ich glaube nicht, dass ich einen habe. Ich weiß es aber nicht. Egal. Hast du Fackeln? Ah, ich habe welche. Ja. Ich habe welche hier. Okay, alles klar, Chef. Ich brauche irgendwo, muss doch Eisen sein, weil wenn wir ein Eisen haben, dann können wir unser Baumhaus vollenden. Ich hab Eisen. Okay, alles gut. 4 Stück sogar. Okay. Ich komm gleich zu dir, ich sehe deinen Namen noch. Ach nein. Was denn? Ein Skelett war da. Ach so, ja gut. Ja gut, mit Skelett. Ja, nee. Ist gut klar. Redstone kam weg. So, ich komm zu dir. Mach das. Glaube ich. Ja, da bist du. Ja. Okay, gut. So, dann müssen eigentlich sind wir voll die Schisser. wir sind voll die Affen. Ja, aber ich sag mal so, bei so einem Projekt, Alter, da muss ich echt... Ich will nicht am Anfang rausfliegen, Mann. Ja, eben, das ist halt... So, wie kommen wir jetzt da hoch? Ist doch easy peasy, oder? Hi, jo. Läuft. Pass auf, dass du nicht runterfällst, ne? Nein, ich doch nicht. Boah. Boah. Aber wie sind wir in der Sonne hochgekommen? Wir haben uns immer hochgebuddelt irgendwie. Was machst du denn da?
Ich mache meinen eigenen Aufgang. Lass mich doch. Okay, ich bin oben. Bist du auch oben? Ja. Ich renn schon mal zu. Ich habe schon einen neuen Waypoint. Der ist pink. Bei mir schon lila. So, jetzt müssen wir das noch schmelzen, weil das können wir schon mal oben machen. Hier die Workbench. Dann machen wir hier die zwei Öfen hin. Da packen wir hier die Kohle rein, du. Du hast die ganze Kohle, ne? Ja. Ups. So, und hier. Nein, du sollst sie mir nicht zu. Du hast sogar. Ich hab dir eine Schaufel zugeworfen. Bitteschön. Ich brauch die gar nicht. Ich brauch nur ein Eisen. Dann bin ich glücklich. Ja, Kohle nicht, oder was? Nee, ich hab noch schon genug Kohle gehabt. Ach so, gut, ja gut, dann hab ich gesagt. Ja gut, hä? Das hab ich, aber. Ah, ich hab die Schere, gut. Ich kümmere mich mal darum, was zu finden, du. Und ich? Chill hier, oder was? Du kannst dir überlegen, was du machst. Ich falle erstmal vom Baumhaus. Ja, wäre nicht so vorteilhaft, oder? Nee, nicht wirklich. Schaffe ich es darüber? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen das ja eh noch ausbauen. Deswegen, also ich farm jetzt eh noch mal ein bisschen Holz, würde ich mal sagen. Ja, ich bin auch schon dabei, während ich. Ups. Da ist ja scheißegal. Den ganzen Shit mitnehme. Was für ein Holz das ist. Ja, ich habe jetzt schon 39 von den Dingern. Die gehe ich. Ich pack die einfach mal überall in unser Haus überall ran. Jo, macht das. Aber ich würde sagen, wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit der Beleuchtung, nicht, dass man da hier unser Haus schon in Kilometerweite sieht, ne? Ja, deswegen würde ich halt sagen, außen kaum eine ran, nur innen. Also das wird halt irgendwie. Oh, jetzt wird's außenrum jetzt wird's richtig dunkel hier. Ich mach mal den Shader wieder aus. So, ich komme mal zu dir hoch. Hallo. Hallo. So, ich habe ja schon angefangen. Also, wir machen das jetzt so. Ja. In den nächsten Folgen, einer von uns geht farmen. Und einer von uns kümmert sich ums Haus. So, wir sind so zu langsam. Wir müssen unbedingt anfangen. Warum baust du das ab? Weil ich jetzt größer mache. Ach so. Das hätte ich eigentlich stehen lassen können. Genau, und so groß muss die Basis ja gar nicht sein. Und dann packe ich hier außenrum auch nochmal ganz viele Blätter, dass es nicht so direkt auffällt. Mhm. Ja, wir müssen eh direkt am Rand auch noch Blätter machen. Ah, holy. Übrigens, was soll man eigentlich farmen? Holz oder was? Nee, nicht nur Holz, alles Mögliche. Okay. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Diamanten, wir brauchen Kohle, wir brauchen Penisse. Ja genau, jetzt finde ich Eichenholz, ey Alter. Und vorher suchen wir da ewig rum. Hä, wo denn? Ja, hier, war überall Eisen. Eichenholz, nicht Eisen, Eisenholz. Okay. Also wir haben eine recht gute Position, finde ich. Oh, aua. Brudi. Da hat sich was bewegt. Ich dachte, das wäre ein Mensch von uns und dann war das ein Skelett. Brudi, pass doch auf, Mann, auf dich. Ah, ich pass doch auf, Menschenskinder, da macht man sich Sorge. Oh, die Folge müsste auch irgendwann langsam mal ihren Ende nehmen. Wir sind jetzt nämlich schon bei über 20 Minuten. Ja, du hast schon vorher aufgenommen, oder? Ja. Also. Hier mache ich so. Haben die eigentlich noch was geschrieben? Nee. So. Dann können wir hier unten die zwei Dinger hinbasteln. Das finde ich ganz in Ordnung hier. Joa. Obwohl ich die Fackeln sogar ganz weglassen würde. Nö. Es gibt doch auch in Minecraft einen Chat, oder? Also Sprachchat meine ich. Ja? Oder? Nee, never. Nein. Echt? Nee. Hast du einen. Den Thron können wir uns machen, ne? Thron haben wir nicht mitgenommen, ne? Nö.
So, da kann der ganze unnötige Shit jetzt mal wieder rein hier. Zack, 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 zack. Ist es aufgesammelt oder ist es runtergefallen? Na, ist schon natürlich runtergefallen. Mal kurz. Was hast du denn gemacht? Wollt ja Holz geben. Achso. Ah! Nein! Oh fuck. Oh fuck. Oh Gott, eineinhalb Herzen. Oh, du bist so ein Vollidiot. Komm her. Aber der hat unser Boden weggesprengt, ne? Unser Haus unten. Ja, ich mach's. Oh, du bist so ein Spasti, du bist. Oh nein, Zombie. Oh Gott, hilf mir. Ah. Oh nein, wenn du jetzt stirbst. Bau dich hoch. Oh Gott. No matter what. Creeper hinter dir, geh hoch. Ja, ich kann nicht höher. Oh. Oh mein Gott. Du dreckiger Noob, Alter. Scheiße, ich hab schon das perfekte Intro. Oh mein Gott. Jetzt kann ich mich wieder runterbauen. Da kommen noch zwei Zombies. Ich warte noch, bis ich wieder. Okay, jetzt habe ich wieder einigermaßen Herzen. Du hässliches Ollumkind. Oh Gott. Bau mal das Loch hier zu und gib mir das Holz. Ja, hier. Nimm's dir. Gönn dir, Digga. Nein, das Unverarbeitete. Du hast so ein paar Baumpflöcke mit aufgenommen. Hab ich leider schon verarbeitet. Ui. Oh, du Vollidiot. Ja, was denn? Ah, nee, hier habe ich noch Fichtenholz. Da. Was ist das? Das nächste Mal. Oh nein. Hier, ne? Nee, hier. Bestimmt. Kannst du mal ein bisschen ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, Befolgen wir dieses Ende, ja. Beenden wir diese Folge und sagen bis zum nächsten Mal. Oh, nächstes Mal haben wir auf jeden Fall einen Plan, was wir machen werden. Tschüss.